Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Wir haben in der letzten Folge das letzte Blutmethorn gefunden. Und damit haben wir jetzt auch alle Hörner. Und alle Äpfel. Und dann wollen wir mal weiter. Auf diesen... Naja, Luxuskreuzer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das seetüchtig ist. Wird schon gehen. Das läuft. Lass mir ein wenig Raum. Kratos so als alter Seefahrer. Okay. Nichts. Genug getan. Schnauze halten und zugucken. So. Interessantes Segel. Toll. Nur vergesst nicht, dieses Boot bringt uns nur ein Stück weit. Tyrs Tempel steht oben an einem gewaltigen Wasserfall, der leider von hier aus flussaufwärts liegt. Das heißt, selbst wenn wir heil dorthin kommen, müssen wir immer noch irgendwie einen Wasserfall hinauffahren. Die Wahnen erbauten das tollste Schiff aller Zeiten und das kann fliegen. Skidbladnir? Ja. Das wurde ja auch zum Fliegen gebaut. Das hier nicht. Mag sei, das ist das Boot, das wir haben. Auf dem vielleicht größten Eisberg, den ich je gesehen habe. Immerhin ist das Feuer schön warm. Was jetzt? Ah, warte mal kurz. Schlagen? So. Dann sind jetzt die Segel lose. Sieh her. Jetzt kann das Schiff immerhin lenken. Also theoretisch. Du legst die Segel ein. Wie soll sich dann der Wind darin fangen? Wir schweben. Nicht zum Fliegen gemacht. Wir schweben tatsächlich. Lächerlich. Wenn der Kratos sagt, ja, dieses Schiff fliegt, dann fliegt dieses Schiff. Oh, danke schön. Nicht lange. Bleib auf dem Boot. Unglaublich. Wie eine riesige Himmelsdecke. Gucken, was man alles kaputt machen kann. Ist immer wichtig. Achso, vielleicht soll ich das einmal drehen. Vielleicht sollte ich mich einfach mit darauf stellen. Ja nun, jetzt komme ich aber nicht mehr weg. Doch, hier. Ach nee, warte mal. Doch, nee. Blöde Dreckshexe. Ja. Ach komm. Wir müssen reden. Dir ist doch klar, dass es vorbei ist, oder? Selbst wenn wir es zurück nach Midgard schaffen, du und Baldur habt das einzige Tor nach Jittenhelm zerstört. Wir können nichts mehr tun. Und dieser Junge da oben, sein Schmerz zerreißt ihn. Seine Welt wurde auf den Kopf gestellt, er... Atreus ist nicht deine Sorge. Tja, er ist vielleicht bald jedermanns Sorge, wenn du nichts unternimmst. Man muss nicht der klügste Mann der Welt sein, um das zu sehen. Hä?
Ah. Geht doch. Atreus. Darf ich helfen? Gemeinsam. Geschafft! Ist frei! Wir werden hier wieder rauskommen. Stell dich dir, Vater! Lass es uns beenden! Ja, mein Sohn. Es ist Zeit. Nein. Wieder diese Stimme. Weißt du, wer das ist? Ich weiß es nicht. Obwohl du fragst, warum lügt er, der weiß doch genau, wer das ist. Festhalten! Kommt schon, ey. Lass es doch einfach. Lasst es doch einfach. Besser für euch. Es ist besser für euch, glaubt ihr doch. Ah, mach mal. So. Und den auch kaputt machen. Ah, jetzt müssen wir uns hier wahrscheinlich ein bisschen den Angriff erwehren. Vor den ganzen Gegnern. Alter, die gehen jetzt ständig auf die Sack, ne? Ich hätte die mal gern einmal auf so einem Fleck. Aha. Eine Harpune! Ich befreie uns! Ja. Tschüss. Ich kann es aber leider nicht befreien. Dumm, ne? Ich dachte, das macht so einen Umschlag. Das Doofe ist, ich kann uns nicht befreien, weil die mir jetzt hier ein bisschen auf den Sack gehen. So, kann ich jetzt so? Nee. Doch, jetzt geht's. Ah. Geh weg. Waren da nicht zwei? Nein, nur ein. Hä? Das waren noch zwei eigentlich. Naja. Kopf, wie lange noch bis zum Tempel? Ja, es ist eiskalt. Bei der Geschwindigkeit und wenn die Feuer nicht ausgehen, müssten wir bald da sein. Fuck. Okay, dann das hier. Sie löschen das Feuer! Backboard! Das Feuer ist da! Backboard! Jetzt kommen aber auch einige Nerven hier, ne? Entzündet war direkt wieder mit, kannst du sehen. Wird natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil so viele da sind, ne?
Okay. Dann halt so. Warte, hier. Kannst du auch mal was tun, ey. Dieser kurze Moment, wo man nichts machen kann, ist echt ein bisschen nervig, ne? Oh, tschüss. 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 Vergiss es. So. Wow. Meine Fresse, Alter, wenn jetzt alles ausgeht, haben wir ein Problem. Alter. Und schon wieder der Scheiß, yo. Mach's doch noch schwieriger, kein Problem. Aber die Gegner sind immerhin weg gewesen. So. War nicht das, was ich machen wollte. Von wem war denn das? Zweite Hexe. Nee. Achso, hier muss ich noch. Na, dann machen wir mal. Also wenn jemand Spaß will, hier hat er Spaß, ey. Ganz ehrlich, ne? Mal einsammeln, bevor das alles weg ist. Es würde mich aber wundern, wenn wir Balde nicht nochmal sehen. Er hat nicht ganz so viel Damage gemacht, wie ich es gerne gehabt hätte. So. Immer hin und her rennen. Immer hin und her rennen, ja. Nee. Vergessen. Ich passe, ey. Ja, du musst mal... Das ist halt nervig, dass er nicht selber schießen kann, ne? Ist echt zu dumm dafür. Der Bengel. Das ist doof, ne? Wir hängen wieder fest! Der Punkt des Boots wurde harponiert.
Hey. Cool. Achso, das bist du. Wir müssen im Kreis sehen, dann läuft der Shit, ne? Da. Das ist ziemlich robust, das Schiff, muss ich sagen. Da. Die Harpune lösen. Schauen wir mal. Dann brechen wir halt den Bug ab, mein Gott. Aber ich kann da eh noch nicht rauf, weil die Gegner noch da sind. So, jetzt aber. Im Schiff war auch kein Bug. Wird komplett überbewertet. Außerdem fliegen wir. Es ist Zeit, mein Sohn. Sieh dich um, sieh, was du getan hast. Nett. Damit hat er gesehen. Das war dein Plan. Ihr seid ja beide irre. Geheime Kammer von oben. Diese Welt. Schon wieder. Sofern wir den Rückweg nicht vermasselt haben. Hier müssen wir durch? Na, dann weiß ich ja, was auf der anderen Seite ist. Hey. Noch eine Valkyrie wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, hier ist noch eine Valkyrie. Und wenn wir schon mal hier sind, dann können wir es ja mal probieren. Was ist das hier? Das gehört Odin. Sein grauenvoller Stil sticht sofort ins Auge. Oh. Schon so ein bisschen. Er hat immer seine Gründe. Darf ich mal sehen? Also, das hätte ich nicht erwartet. Warum? Ich habe keinen Schimmer. Warum ist er so leise? Kopf. Seht, das ist eindeutig Tyr. Er reist irgendwie. Vielleicht durch Magie. Aber warum widmeten die Riesen all dem einen kompletten Schrein? Ich befürchte, das entzieht sich mir leider. Keine Runen. Symbole aus vielen Landen. Sie bedeuten... Krieg. Ja. Aber woher? Das erkenne ich zu gut. Seine Augen. Es sind Juwelen. Wie deine. Sie stehen sicher für die Gabe des Sehens, die uns die Riesen gewährten. Halt mich näher ran. Interessant.
Äußerst interessant. Was ist das? Geheimpläne. Tyr hat sie vor allen anderen verborgen. Bis auf die wenigen, denen die Riesen vertrauten. Und direkt vor Odins Nase. Ich sagte doch, ich bringe euch nach Jettenhelm. Wie meinst du das? Du sagtest, es gibt keinen Weg. Verstehst du nicht, Bruder? Wir sollten wie Odin die Hoffnung nie aufgeben. Er wusste, hier gibt es einen Hinweis, aber wir haben ihn gefunden. Dies sind die Pläne für einen Schlüssel zu Tyrs Geheimkammer. Ich weiß nicht, wohin das führt oder was wir finden, aber es ist ein Weg. Wie machen wir diesen Schlüssel? Fragen wir doch einfach einen Zwerg. Ja, das ist eine gute Idee. Das Symbol auf der Tempeltür. Das waren verschiedene Runen. Frieden, Eintracht, Hoffnung und noch weitere. Tyrs eigener Entwurf. Er selbst hat diese Tür gemacht. Da lang? Okay. Ich geh erstmal da lang. Weil man kann ja nie wissen, was man... Weil da war ja auch noch eine Tür. Und da muss ich natürlich erstmal hinterher gucken. Das mache ich jetzt noch. Und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Seine besten Hinweise zu Jötunheim gebracht. Eine Truhe. Ne, was ist das? Auge der Außenwelt. Epischer Zauber. Bonus auf alle Werte. Nicht schlecht. Muss ich auch mal wieder überprüfen, dann die Zauber und so. Aber an der Stelle ist erstmal Schluss. Wir müssen nach Midgard zurückreisen. Und wir müssen auch noch eine weitere Chiffre finden, damit wir nach Niflheim kommen können. Mal gucken, ob wir sie finden, wann wir sie finden, wie wir sie finden. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Adios.